Also, das Thema heute ist die Production von Datomic. Der Teaser dafür war, Datomic ist eine Datenbank. Damit war es dann auch der Teaser, den ich geschrieben habe. Also wir wollen uns heute mal mit einer Nicht-SQL-Datenbank auseinandersetzen. Und da draußen stehen Leute und gucken, ob sie reinkommen wollen. Haltet ihr, sind zeitlich sinnvoll? Nein? Dann warte ich. So, also. Das fällt mehr oder weniger also unter die Familie der NoSQL-Datenbanken, weil es verwendet tatsächlich kein SQL und es möchte eigentlich auch kein SQL verwenden. Also Datomic verwendet Datalog, das ist eine andere Art der logischen Anfragesprache, da sehen wir dazu später mehr. Kurz was beschäftigen wir uns, was erzähle ich heute, was ist eigentlich eine Datenbank? Wie leben wir als Programmierer so mit Datenbanken? Was haben wir dafür bei so für Probleme? Was tut Datomic? Datomic kümmert sich darum, so etwas zu verwalten, was es ein Datum nennt. Da lernen wir kurz kennen, was es ist. Wir schauen uns die Architektur von dem Ding an und überlegen uns so ein bisschen, wie löst es vielleicht die Probleme, die wir uns vorher überlegt haben. Danach gibt es ein Hands-on-Examen. Also da habe ich tatsächlich ein bisschen Code in Datomic gehackt und da können wir uns anschauen, wie man so ein bisschen mit dieser Datenbank umgeht. Okay, was ist eigentlich eine Datenbank? Wer hat Datenbanken an der Uni gehört und hat sich echt nur du als Einzige? Du hast auch angefangen zu hören. Also ihr wisst ja, was eine Relation ist. Also eine Relation ist halt irgendwie so eine Zeile in so einer Tabelle und die hat halt verschiedene Ausprägungen, je nachdem, was für Spalten halt diese Tabelle hat. Ja. Also die ganze Tabelle. Ja, doch, du hast recht. Nee, die Relation ist die komplette Tabelle und dann gibt es halt die Zeile innerhalb der Relation. Ihr merkt das auch schon länger her. Auf diesen Tabellen oder Relationen, wie sie dann heißen, gibt es die relationale Algebra, die mehr oder weniger beschreibt, was man damit alles tun kann. Man kann Dinge selektieren nach Kriterien. Man kann zum Beispiel wenn man sowas hat wie einen Datensatz, wo eine Adresse drinsteht, kann man eine Projektion machen und kann sagen, gib mir von dieser Tabelle bitte aber nur die Spalte mit der Straße und der Hausnummer, weil nur die interessiert mich. Einfach mal schauen, relationale Algebra, da steht im Prinzip steht halt drin, was alles gibt. Es gibt Joins, Vereinigungen, es gibt so ein paar Operationen aus der Mengenlehre, die halt alle aber in dem Fall auf Relationen runtergebrochen werden. Was heißt im Prinzip so Mengen mit einem Schema? Das könnte man so grob als Relation nennen. SQL ist im Prinzip Syntaktik-Sugar für diese relationale Algebra. Also wenn man sich mal anschaut, wie eine Datenbank funktioniert, dann nimmt das Ding eine SQL-Query entgegen, passt das Ding, wandelt es in SQL in relationale Algebra um, baut einen Operatorenbaum daraus auf und dann gibt es da den Optimizer, der auf diesem Operatorenbaum optimiert. Das ist so quasi wie der Ast der Daten, wie der Ast von SQL. So vergleichsmäßig. Was passiert, wenn wir so eine Datenbankanfrage machen als Programmierer? Erstmal, es existiert irgendwo eine Datenbank. Diese Datenbank wird in größeren Firmen von Leuten gemanagt, die wir alle lieben. Die nennen wir DBAs. Das sind spezielle ausgebildete Menschen, die ganz viele Zertifizierungen ihr eigen nennen und dann ein Oracle oder ein MySQL oder ein Cassandra. Ich glaube, bist du jetzt nicht Certified Cassandra? Schnarchbacke. Okay, auf jeden Fall, es gibt diese Aufgabe in einem Unternehmen, Datenbanken zu verwalten. Die existieren für uns als Programmierer meist irgendwo. Was wir dann machen ist, wir überlegen uns, was wollen wir von da, was heißt, wie sieht das Schema aus, dann schicken wir einen hoffentlich wohlgeformten String dahin, sowas wie Select Stern from Students, Semikolon, Minus. Und so weiter, also hoffentlich wohl geformt, schicken wir dahin und dann interpretiert die Datenbank das als SQL-Statement. Da haben wir schon ein erstes großes Problem. Wir schicken einen String dahin. Warum schicken wir einen String? Warum schicken wir nicht irgendwie sowas wie eine Datenstruktur, wo drin steht, Select ist der Operator und dann hat das
Operation, das ist ja schon sehr, sehr funktional. Warum rufe ich nicht eine Funktion in meinem Code auf? Warum muss ich dann ins Training hinschicken? Aber so sind halt momentan alle Datenbanken gebaut. Ich schicke einen String hin, das Ding interpretiert es als ein SQL-Statement, führt es aus und gibt mir dann hoffentlich die Ergebnisse, die ich gerne haben möchte. Diese Datenbank teile ich mir dann natürlich beim Lesen und beim Schreiben mit anderen Leuten, die da möglicherweise auch noch drauf rumtouren. Da sind möglicherweise dann auch noch andere Datenbanken auf diesem Datenbankserver. Ja. Was haben wir da für Probleme? Das erste große Problem ist, dass die Datenbank eigentlich nicht versteht, was in ihr drin liegt. Die überweist halt, es gibt da sowas wie Strings und Integer und Typen. Die meisten etwas höherwertigen Datenbanken, also zum Beispiel Postgres, MySQL und Oracle, da kannst du dann eigene zusammengesetzte Datentypen definieren, aber Hand hoch, wer das jemals gemacht hat? Außerhalb einer Vorlesung? Okay, sehr gut. Sehr gut. Also es macht so ziemlich niemand, weil man halt sagt, die Business-Logik, die gehört eigentlich in mein Programm. Meine Datenbank soll das im Normalfall gar nicht wissen. Die soll sich auf der Ebene von Strings und Integer mit den Daten auseinandersetzen. Und dann schmeiße ich dann ein paar Integritäts-Constraints drauf. Die Lösung, die wir uns dafür überlegt haben, ist ORM, also Object Relational Mapping. Das ist zum Beispiel das, was Django, soweit ich weiß, auch einfach tut. Man gibt halt eine Struktur an Objekten vor und die wird halt dann ins SQL gelegt. Und dann gibt es irgendwo eine Engine, die meine Anfragen an diese Objekte und an Strukturen in meinem Code halt dann als SQL-Queries interpretiert. Das ist sehr spaßig, sowas mal zu bauen. Ich habe das mal gemacht in Python. Okay. Halte mal einen Vortrag drüber. Vielleicht. Fänd ich außerordentlich spannend. Wie baue ich einen ORM? Wie baue ich einen guten ORM? Ist noch viel interessanter. Ich habe das so mal gemacht. Ein weiteres Problem ist, zumindest für Leute, die an ihren historischen Daten hängen, und das tun eigentlich die meisten Firmen, die Datenbank reflektiert eigentlich immer nur den momentanen Zustand und das war's. Wenn ich jetzt, ich habe eine Datenbank voller Adressen und ich überschreibe eine Adresse, dann ist halt der alte Zustand weg. Bei einer klassischen SQL-Datenbank. Als Lösung haben wir uns dafür Data Warehouses überlegt. Das sind extrem große Systeme, wo die historischen Daten aller SQL-Datenbanken eines Unternehmens dann zusammenfließen und ausgewertet werden können. Aber es ist im Endeffekt mehr oder weniger eine, meiner Meinung nach, eine Vergewaltigung des klassischen, der klassischen. Ich bin gegen den Begriff. Was denn? Vergewaltigung, das ist keine Vergewaltigung. Aber mach weiter. Du darfst dagegen sein. Es führt auf jeden Fall das eigene. Den eigentlichen Zweck des Ganzen ad absurdum. Datenbanken lassen sich auch nur schwer verteilen, zumindest größere SQL-Datenbanken. Dafür haben wir uns neue Datenbankarchitekturen überlegt. NoSQL ist da so eines der Stichworte, wo irgendwie so ein ganzer Sack an verschiedenen Anwendungen drunter fällt. Es gibt Tuple-Stores, Triple-Stores, Key-Value-Stores. Fällt jemand noch irgendwie ein Buzzword ein? Alles, was highly distributed im Namen trägt. Die bringen wiederum ihre eigenen Probleme mit sich, zum Beispiel sowas, dass Indexing oder ordentliche Transaktionalität dann dem Programmierer als Übung überlassen sind in manchen Systemen. Also wenn man sich zum Beispiel mal so ein Redis anschaut, dann kann man da halt Dinge reinschreiben und Dinge wieder rauslesen. Und wie man das tut und was man da tut, bleibt dir eigentlich selbst überlassen. Es ist mehr so eine Datenstruktur, die du halt so persistieren kannst. Was meinst du genau mit verteilen? Meinst du jetzt Replikation? Ich meine nicht eine komplette Replikation, sondern zum Beispiel Sharding. Okay. Wird schon schwieriger, weil das geben die meisten SQL Engines einfach nicht her. Oder mehrere Clients schaffen sie im Normalfall sehr gut. Aber wenn du dann Logs auf Datenbankebene hast und dann hast du Read-Logs im Worst Case auch noch, dass du Dinge gerade nicht lesen kannst, weil da gerade jemand was reinschreibt. Okay. Datomic. Was ist toll daran? Datomic speichert etwas, das es ein Datum nennt, und das ist ein unveränderliches Faktum zu einem Zeitpunkt. Was heißt, ich habe irgendwo etwas, das nenne ich eine Entity, das ist im Normalfall einfach eine Zahl. Dann hat diese Entity ein Attribut, dieses Attribut hat einen Wert,
Das wird gesetzt zum Zeitpunkt dieser Transaktion, die da steht. Und dann gibt es hinten ein Feld, das heißt Added. Da gehört eigentlich ein Fragezeichen hinten dran. Das kann True oder False sein. True ist für, ich schreibe das Datum rein, und False ist, ich nehme das Datum wieder raus und sage, das ist jetzt nicht mehr validiert. Also was ich damit abbilden kann, ist zum Beispiel, dass die Entity 23, das ist halt irgendwie eine ID, hat das Attribut User E-Mail, weil es halt die E-Mail von diesem User ist, die heißt k1@familieklein.org mit dieser Transaction ID und True, was heißt, ab jetzt ist dieses Faktum wahr. Ab jetzt ist das die Wahrheit und alles, was vorher war, ist die Vergangenheit. Genauso unten drunter kann ich sagen, das ist jetzt nicht mehr die Wahrheit. Damit kann ich zum Beispiel abbilden, dass früher die E-Mail-Adresse von jan@jan.de war, dann hat er aber jan.de irgendwann mal abgestoßen und hat janx.de draus gemacht und jetzt ist es jan@janx.de. Ich kann aber diese Datenbank immer noch fragen, sag mal vor einem Monat, was war die E-Mail-Adresse von Jan? Und dann sagt es, ja, vor einem Monat, also da waren diese ganzen Transaktionen noch nicht geschrieben, war die E-Mail-Adresse jan.de. Ja, bitte. Die Zeitleiste ist in dem Fall definiert über die Transaktionsseite. Genau, die gehen immer nur in eine Richtung, werden größer. Da ist die Zeitleiste definiert und du kannst dir deine Transaktionsseite nicht sogar selber aussuchen im System, aber es muss halt immer eine sein, die größer ist als alle, die schon da sind. Ich weiß auch nicht, was für ein Datentyp es hat, aber wahrscheinlich irgendwas big int groß. So, wenn ja. Du das kannst jedes Mal ein Primzahlensieb laufen lassen und die nächste Primzahl nehmen. Ja. Wenn wir jetzt fragen, wenn du weißt, vor einem Monat hast du deine Mapping von Transaktionsseiten auf Datum und Uhrzeit? Ja, es gibt eine Partition in diesem System, der Atomic Partition, wo die Transaktionen drinstehen. Okay. Welche Transaktionen wurde wann ausgeführt? Da wird dann halt ein Java-Datum dabei geschrieben. Wenn ich hinreichend angenommen, die Datenbank ist unter hinreichend wenig lastlos, dann wäre es dann möglich, dass ich einfach ein Unix Timestamp als Transaktions-ID benutze? Ja gut, die Dinger wachsen immer, also ja. Ich gehe davon aus. Ja, okay. Also wenn du das langsam genug reinschreibst, dass sich der Timestamp dann nicht ändert, was du natürlich machen kannst, du kannst in so einer Transaktion beliebig viele Dinge kumulieren. Also kannst du da auch deine Veränderung einsammeln. Eine Transaktion ist einfach eine Menge dieser Datums hier, die einfach zu dem Zeitpunkt auf deine Daten draufgesetzt werden. Und wenn ich das machen möchte, was früher ein SQL-Update war, wäre das hier ein Datum mit False und eins mit True reinschreiben? Nein, es wäre einfach ein neues mit True reinschreiben und dann das Neueste ist immer das Aktuellste. Ah, okay. Also angenommen, du hast jetzt drei historische E-Mail-Adressen, zwei historische Vornamen und zwei historische Nachnamen, dann ist immer das Letzte. Okay. Aber das Aktuelle. Könnt ihr mir vorstellen, dass man noch sowas auf den relationalen Datenbanken... Natürlich. Vielleicht dazu, ja, natürlich kann man das abbilden. Datomic tut es auch, weil Datomic ist zwar eine Datenbank, aber das Storage-Backend bleibt dir selbst überlassen. Also du kannst jetzt überlegen, willst du das in einen Amazon Web Storage, willst du das auf einem InfiniSpan Memory Cluster oder willst du das in der Default, was man mit dem Datomic Free bekommt, weil es ist bezahlbar. Mit der Datomic Free kriegst du eine H2-Datenbank zur Persistenz mit. Also das Ding kann dann In-Memory und H2, das reicht im Normalfall für die meisten Anwendungsfälle. Du kannst dann aber auch ein Postgres, ein MySQL oder andere Datenbank einfach hinten dran klemmen und sagen, hier, darauf machst du jetzt Storage und dann ist das hoffentlich schnell. Wobei du halt mit den Daten, die das Datomic dann da reinschreibt in deine SQL-Datenbank, nicht mehr ganz so viel. Okay, wie ist die Architektur von dem ganzen Ding? Was ist so toll daran? Warum reden wir da eigentlich überhaupt drüber? Was Datomic mitbringt, ist eine Datenbank als Wert. Also wir haben eine Datenbank, die wir wie ein Integer, wie ein String in unserem Programm drin haben. Das ist einfach eine Variable, da steht die Datenbank drin. Und zwar die Datenbank zu einem bestimmten Zeitpunkt. Was heißt, wenn ich das Ding jetzt query, dann kriege ich da ein Ergebnis und wenn ich das Ding nochmal query, kriege ich wieder dasselbe Ergebnis. Das heißt, ich kann erstmal die ganzen Ergebnisse cachen.
das ist das, was hier passiert. Also ich habe die Datenbank in meinem Code tatsächlich drin und ich bekomme mein Working Set mehr oder weniger im Laufe der Zeit, wie ich es anfrage, in meinen Cache rein und kann dann da beliebig rauslesen, Queries drauf machen, das Ding durch die Gegend reichen und irgendetwas damit tun. Wenn ich jetzt schreibe, also vor allem, das kann ich jetzt verteilen. Also ich kann einfach, die nennen das dann immer ein Peer. Also ich kann zum Beispiel jetzt 20 Peers haben, die alle auf derselben Datenbank. Vielleicht haben sie ein bisschen unterschiedliches Working Set der Daten, weil das eine ist halt irgendwie so ein Frontend-Thread, das andere ein Backend-Thread oder irgendwie sowas. Die kann ich verteilen, die Daten liegen immer im Cache, die Dinger sind hier nicht. Wie mache ich das jetzt beim Schreiben? Naja, wir wollen ja, dass unsere Datenbankoperationen ja atomar, konsistent, isoliert und transaktional sind, also Asset. Und das bildet Datomic zu 100% ab. Wenn ich jetzt in diese Datenbank reinschreibe, passiert Folgendes. Ich muss hier durch, also alle Writes müssen durch einen Punkt durch. Das Ding wird genannt der Transactor. Der kann irgendwo liegen. Und jeder Peer kennt den. Was passiert bei diesem Transactor, wenn hier was reinkommt? Die Daten werden geindexed, sinnvoll, und die Datums, die reinkommen, werden dann alle verteilt. Was heißt, ich kriege das hier auf den Storage Layer, werden die Datums draufgepackt und ich kriege das in meinen Live-Index. Der Live-Index wird jetzt immer für jeden Query mit dem Cache zusammengeführt und dann immer mal nach einer gewissen Zeit wird halt der Live-Index verworfen und ich ziehe mir die neuen Daten aus dem Cache von dem Storage Service. Wenn ich sehe, dass da jetzt eine aus dem Storage, glaube ich, eine neuere Transaction-ID kommt als eine, die ich in meinem Live-Index habe, dann weiß ich, dass es gemerged wurde und kann ich nichts reinziehen. Okay, das Wichtige an der Stelle ist, Writes gehen durch einen komplett anderen Kanal als Reads. Das kann ich komplett entkoppeln. Ich kann den Transactor, wenn ich viel zu tun habe, auf einer eigenen Kiste laufen lassen und Storage dann auf einer anderen Kiste. Es gibt dann in manchen Diagrammen, wenn man sich die Architektur anschaut, hier noch so einen Layer, da steht dann Memcache-Cluster mit drin. Also wenn man dann noch mehr besser cachen will, dann kann man sich da noch einen Memcache-Cluster zwischen reinklemmen. Ich sehe Datomic eher als, also weniger als Datenbank, die halt so alle Unternehmensdaten verarbeitet, sondern als Datenbank, die wir so für Applikationen benutzen. Was heißt, wir schreiben irgendwie eine Web-Applikation, die braucht eine Datenbank. Da bietet sich so ein Datomic zum Beispiel wunderbar für an. Jetzt weniger für, ich implementiere ein ganzes Dataminer raus. Wo du gerade bei sagst, von wegen Großdaten und so weiter und so fort, was das Ding ja tut, ist, es wächst erstmal. Nein, es wächst nicht erstmal, es wächst ausschließlich. Ja, yeah, genau. Es wächst, also das die Haupteigenschaft, so wenn ich so vom Monitoring da drauf gucke, ist, das Ding wächst. Ja. Wie schlimm ist das? Also, ja, es kommt darauf an, wie viel du einschreibst und wie viel Storage du hast. Also das ist eigentlich der einzige limitierende Faktor hier, ist halt der Storage, die Geschwindigkeit von dem Storage. Und du kannst dir jetzt halt überlegen, hast du da noch schnelle Caches zwischendrin oder... Weil du kriegst ja immer nur dein Working Set in den Cache. Das heißt, wenn du die historischen Daten nie anfragst, dann sind die halt da, aber du kriegst halt immer nur die aktuellen. Kann dann Datomic dann selber die ab oder macht das das Storage Backend? Es macht ja oft eigentlich gar keinen Sinn, dann jetzt ein Teil also, deiner. Das sind persistente Datenstrukturen unten drunter von dem Datomic. Also im Endeffekt macht es zumindest Structural Sharing. So viel wie möglich. Okay, dann hast du ja eigentlich schon wieder oder so. Ja, das ist im dann die Application. Ich nehme an, dass es das tatsächlich tut. Würde auch Sinn machen. Ja. Aber was trotzdem nach wie vor nicht funktioniert, wenn ich das Schema von der Datenbank ändere, dass ich dann in der Geschichte zurücksuche. Doch, das geht auch. Das geht. Du kannst das Schema. Das Schema einer Datenbank zu verändern ist, ich schreibe neue Datums in den Bereich von dieser Datenbank, der für Schema zuständig ist und die haben eine Transaction-ID, was heißt, ich kann zum Beispiel sagen, gib mir zum jetzigen Zeitpunkt die volle Adresse von Jan und dann gehe ich eine Woche zurück und dann sehe ich, okay, das waren so ein paar Spalten weniger. Mhm.
Aber dann sind es halt ein paar Spalten weniger. Also es kann natürlich sein, dass dir dann so ein historischer Query auf die Nase fällt. Weil er halt dann sagt, also diese Attribute, die kenne ich noch nicht. Okay, klar, ja. Wenn das Ding halt nur wächst, könnte es ja unter Umständen mal passieren, dass ich so einen Teil des alten Krams loswerden will. Ja. Das kann man sicherlich löschen. Ja, es gibt aus rechtlichen Gründen dazu verpflichtet werden. Genau, ja natürlich. Eben. Also es gibt Excision, nennt sich dieser Prozess, damit kannst du ganz eine Entity oder einen Teil einer Entity oder eine gewisse Menge an Datums komplett vollständig daraus tilgen. Kann ich auch sagen, ich will die Transaktions-IDs 1 bis 100 nehmen, rausnehmen, auf irgendeinen Backup-Server schieben, dass die nicht mehr im laufenden System sind, aber ich habe sie noch da? Du kannst ein zweites Datomic aufsetzen, die Dinger da reinschieben. Also du sagst, gib mir die Transaktions-ID 1 bis 100, dann kriegst du die. Dann wrappst du das in die Transaktion, schiebst es in eine andere Datomic-Datenbank und sagst du auf der jetzigen, lösch das. Also ich frage die Queries ab, schreibe in eine neue Datenbank und... Ja, genau, das musst du selber machen. Okay. Die Excision dann tatsächlich auch, ist das ganz weg oder hast du noch quasi ein Deleted da drin? Nee, das ist ganz weg. Also Deleted ist ja mehr oder weniger... Deleted gibt es ja nicht, es gibt ja nur Not Valid Anymore. Also Retracted, in Tommy-Gespräch an der Stelle. Und wenn du es tatsächlich löscht, dann ist es halt auch wirklich weg. Also kein Speicherplatzbedarf mehr und tot. Nicht mehr abfragbar und so weiter. Das ist okay, es fällt dir wieder an. Ja. Wie wird gewährleistet, dass es in dem Fall dann keine Inkonsistenzen gibt? In welchem Fall? Im Falle, dass du Sachen löscht. Was meinst du genau mit Inkonsistenzen? Naja, wenn du dann einen Query machst, dann müsste der ja... Wenn er vorher einen vollständigen Datensatz zurückgeliefert hat, jetzt einen unvollständigen Datensatz Also ja, das ist genau das, was passiert. Also wenn du aus einer Spalte, also dieses Schema, wie du es bei Datomic hast, ist, sagen wir mal, ich nenne es jetzt mal ein partielles Schema. Was heißt, wenn du einen, zum Beispiel, du hast einen Kundendatensatz mit Vorname, Nachname, Firma, dann würdest du ja im Normalfall in der SQL-Datenbank irgendwie sowas wie nil klein die Matflow GmbH zum Beispiel haben, wenn ich dir meinen Vornamen nicht genannt habe. Das ist bei Datomic nicht so. Du schreibst einfach nur Datums für Identity Andreas Klein, hat den Nachnamen Klein, Transaction ID Blub, und du schreibst ein weiteres Datum, der Firmenname, der Entity Andreas Klein ist dieser, und dann hat das Ding einfach keinen Vornamen. Also diesen Value gibt es einfach nicht. Der ist nicht nil, sondern, also im Endeffekt ist er nil, aber er ist halt nicht da. Und dadurch hast du natürlich das Schema unvollständig gefüllt, aber du hast halt die Daten nicht. Und du musst dich dann um sowas wie, muss nicht nil sein und so weiter erstmal nicht kümmern. Warum muss sich der Client die Transaction-ID ausdenken, wenn es diesen zentralen Transactor gibt, von dem es anscheinend nur einen einzigen gibt? Genau, von dem gibt es einen einzigen. Warum muss sich der Client die ausdenken? Er kann. Ich sage nur, er kann. Er muss nicht. Du kannst eine angeben, wenn du das möchtest. Aber der Transactor würde dann direkt prüfen, ob das auch noch geht. Also genau, der guckt, ist das die größte Transaction-ID, die ich bis jetzt gesehen habe? Wenn ja, ist alles in Ordnung. Wenn nein, nö. Ja, bitte. Ich wollte noch fragen, wenn du diese Backup-Lösung machst, wie der Chat eben schon hat. Das heißt, du kannst dann aber auch diese Transaction-IDs selber setzen auf eine Datenbank, die du jetzt gerade neu erstellst, also auf Datensätze, die du gerade neu erstellst, auf diesen Backup. Genau, wenn du das tun möchtest, kannst du die setzen. Würde das aber dann aber nicht bedeuten, dass man dass man dann den Timestamp quasi ändert? Nein, die Transaction-ID hat ja nichts mit dem Timestamp zu tun. Das ist ja einfach nur eine Zahl, die immer größer wird. Der Timestamp, der wird nochmal separat geschrieben. Also eine Transaktion sieht so aus, du hast eine Transaction-ID, du hast ein Attribut, dass jetzt der Timestamp kommt und dann kommt der Timestamp und dann kommt noch irgendwas, was ich gar nicht im Kopf habe. Ja, wenn man so sich auf die Archivierungslösung nach der Chat gefragt hat, dass du die Sachen aus der einen wechselst in die andere einfügst, dabei verlierst du natürlich halt eine Timestamp-Information. Das meint der, außer ja, der Chat hat halt einen Modus dafür, füge
Das kannst du machen. Du kannst diese ganzen Daten, soweit ich weiß, von Hand schreiben. Du kannst dann sicherlich auch den tatsächlich geschriebenen Timestamp wieder überschreiben. Das geht sicherlich. Wenn ich das richtig verstanden habe, bestehen diese Transaktionsinformationen da auch wieder nur aus diesen Daten. Genau. Ja. Genau. Hast du. Hands on example, damit das alles noch unklarer wird. Also, wir haben hier zwei Dinge, eine Shell, in der ich rumexperimentieren kann, und Code, den ich geschrieben habe. Stau plus, Apfel plus. Ach nee, das kann der Index doch nicht. Doch, warte, ich habe es ihm beigebracht. Das ist dein Terminal nicht. Das ist kein Terminal. Das ist ein Index, was so aussieht wie ein Terminal. Das sieht nicht aus wie ein Terminal, ist schon so echt so. Das kann ein Terminal sein. Ich hoffe, dass es das übersteht. Terminals sehen aus wie E-Mails, nicht andersrum. Okay, Moment, ich muss noch in diesem Fenster hier. Das muss auch noch. Okay. Was ist jetzt passiert? Ah ja, sehr gut. Ich finde, wir lassen. Ah ja, ich kann ja so. Genau, sehr gut. Okay, das ist wie immer ist das Closure Code. Also lasst euch nicht davon abschrecken, dass es in diesem Fall Closure Code ist. Dieser Code, es gibt für den Atomic Bindings für Java natürlich, für Closure gibt es eine API und soweit ich weiß für Groovy, wenn man das mag. Es gibt, jemand hat auch was für Scala gehabt. Also, ja, bitte. Wo wir dabei sprachen sind, in was läuft denn Datomic selbst? Das ist in Java geschrieben. Also ich tippe darauf, dass Teil in Closure und Teil in Java sind. Okay. So, also es ist von derselben Firma, die auch Closure macht. Ist es quelloffen oder wie Weimel? Es ist nicht quelloffen. Oh, das ist sehr stark. Die wollen das verkaufen, die wollen da Geld für haben. Es gibt eine freie Version für Open Source Projekte und an jeden, die darfst du verteilen, soweit ich weiß. Als Binary. Als Jar und damit ja als Binary, also als Binary. Bei Jar ja relativ einfach für dekompiliert. Ja, man kann das tun. Aber es hat Rami natürlich recht, kommt drauf an, was drin ist. Ja. Ich weiß nicht exakt, was drin steckt. Gibt es quelloffene Ansätze des Suchs, also ähnliche Implementierungen? Nicht, dass ich wüsste. Also das ist bis jetzt, ich gucke ja immer mal wieder so ein bisschen auf Datenbanken drauf, das ist so, also als ich mir das angeschaut habe, es war für mich komplett neu und irgendwie komplett unique, sowas habe ich noch nie gesehen. Okay, also es gibt hier irgendwie so ein Datenbank, also was wollen wir denn eigentlich tun? Wir wollen Haustiere verwalten und zwar gibt es Pets, die haben einen Namen und es gibt Owner von Pets, die haben auch einen Namen und Owner von Pets können mehrere Pets halt haben. Okay, URI ist in diesem Fall der Datenbank Connection String, datomic Doppelpunkt mem bedeutet, das Ganze spielt sich jetzt bei mir im Hauptspeicher ab und sobald ich die REPL zumache, ist das alles wieder weg. D/ ist der Namespace, den ich hier oben auf datomic.api gesetzt habe, dass ich nicht jedes Mal datomic.api schreiben muss. Und das connectet sich hier jetzt zu URI und das nenne ich ein Con, das ist die Connection und hier wird eine Datenbank kreiert an dieser URI und damit ist das ganze Ding, funktioniert das ganze Ding. Das wollen wir jetzt mal machen. Also, hier da unten sieht man jetzt zu was das eben wird. So, und jetzt erzeugen wir mal diese Datenbank und dann erzeugen wir mal eine Connection. So, jetzt gibt es hier ein Schema, das hat ein bisschen eine kompliziertere Struktur. Diese Schemateile haben irgendwie eine ID, die haben irgendwie eine Identity, einen Value Type, das sieht alles ganz fürchterlich aus. Ich hoffe, ihr seht es auch so, dass das ganz fürchterlich aussieht. Es gibt dafür eine Domain-Specific Language, die jemand gebaut hat, die wesentlich schicker ist. Aber das ist so, wie Datomic das tatsächlich erwartet. Also ich kann das jetzt nicht nur hier in meinem Code schreiben, ich kann es in den File schreiben und kann dann am Anfang sagen, wenn das Datomic gestartet wird, laden es rein. Das ist jetzt erstmal zu Präsentationszwecken halt hier drin. Dann gibt es irgendwie ein Doxing, dann wird dieses Attribut in einem Teil der Datenbank angelegt. Das sind alles Details, die wir gar nicht wissen wollen. Was uns interessiert ist, dass das Ding... Ja, bitte.
von geschweifter Klammer bis zu geschweifter Klammer, ist das ein Datum oder ist das mehr? Das ist kein Datum, das ist eine Map. Und jede dieser Zeilen wird... Also ja, das wird komplett zu einem Datum halt? Nein, jede Zeile wird zu einem Datum. Also diese Liste dieser Maps, die definiert ein Datum? Nein, jede Zeile ist ein Datum. Aber eine Zeile würde jetzt hier enthalten irgendwie einen Namen? DB-Agent und Owner-Name. Diese Zeile wird dann tatsächlich ein Datum. Und zwar für die... Und diese geschweiften Klammern sind eine Entity. Das sollte man noch dazu sagen. Also das ist eine Entität und das sind die Werte, die diese Entität die Spalten, die diese Entity hat. Und Entity kann man sich so ein bisschen so vorstellen wie so eine Tabelle. Okay, also schon die Benennung ist doch so angelegt, darum halt abgeleitet von Atom, Datum. Ja. Und ein Atom, wenn ein Atom das Ganze wäre, wäre das nicht sehr unteilbar. Ja, das ist absolut richtig, ja. Aber jede Zeile gibt dann tatsächlich einen Datum an der Stelle. Stimmt, das war ja auch bei deinem Beispiel eben, du hattest User/E-Mail und die E-Mail war ein Date quasi. Nee. Können wir das überspringen? Ja, ja. Ich möchte an der Stelle nicht zu tief in Schema reingehen, weil das was ist, was ich auch noch nicht komplett verstanden habe. Also wir definieren hier ein Schema, das und die Zeilen oder die Datums, die werden dann diese drei haben. Ja? Also wir definieren hier ein Schema und das sieht so aus. Warte mal, ich kann das besser. Datomic.org. Also wir definieren da ein Schema und das sieht folgendermaßen aus. Wir haben den Owner und der Owner hat zwei Attribute und die sind, ja, das ist der Name und was war es noch? Pets. Genau. Das ist das eine und dann haben wir eine zweite Entität, das sind, ist das Pet und das hat einfach nur eine Name und das war's. Und wenn ich das jetzt so mache, dann wird das offensichtlich klarer, weil dann sieht es so ein bisschen aus wie so ein SQL-Diagramm. Wow, sind die schon da? Die sind hier und die müssen nicht sagen. Ja, okay. Wollen wir das Ganze unterbrechen? Ja, weiß ich auch. Dann würde ich sagen, lasst es uns an der Stelle unterbrechen. Rami, roter Knopf unten. Ja. Super. Wir sind made of recordings. Great! Also, dann willkommen zu Teil 2 der chaotischen Viertelstunde, die schon für meinen Geschmack eigentlich viel zu lange dauert. Aber da wir so schön interaktiv sind. Was haben wir hier? Wir haben einen Pet Owner, der hat zwei Spalten. Im Endeffekt ist der Name und die Pets. Und Pets ist halt ein vom Typ Präferenz und es kann halt irgendwie so Cardinality Many aufnehmen. Da kann man mehr oder weniger beliebiges reinstecken. Unsere Applikation gibt jetzt vor, dass das nur Pets sein dürfen. Der Docstring ist dann irreführend, oder? Der Docstring ist vollkommen irreführend, weil das habe ich für die Pets. Owners Pets. The Owners Pets. Genau. Danke. Ja, der Docstring ist komplett überführt. Okay, dann evaluieren wir jetzt mal dieses Schema. Das kriegen wir einfach eine Variable. Und es gibt hier diese wunderbare Funktion Schema Install. Die tut verschiedene Dinge. Erstmal macht sie Datomic Transact auf der Connection und das Schema. Was heißt, es schiebt es da so literal einfach rein. Und dieses Add hier vorne dran. Das bedeutet, dass das, was hier rauskommt, eine Future ist. Was heißt, es ist eine Funktion, die halt irgendwann mal ausgeführt wird, wenn ihr Wert benötigt wird. Und wir sagen, den Wert benötigen wir jetzt, weil ich will, dass du dich evaluierst. Okay, Schema ist drin. Es gibt jetzt hier noch ein paar andere Funktionen. Add Pet Owner ist, glaube ich, relativ klar. Find Pet Owner ID. Find All Pet Owners. Add Pet. Find Pet ID. Dann gibt es Transition Pet. Damit kann ich ein Pet von einem Owner zum neuen Owner schieben. Es gibt Find Pets for Owner. Es gibt Find All Transactions. Das gibt uns alle Transaktionen in der Datenbank aus. Also alle Datums in diesem Fall. Ist es nicht ganz richtig, es sollte eigentlich Find All Datums heißen. Und es gibt Find Pets for Owner as of und as of erwartet halt einen Instant, also einen tatsächlichen einen Zeitstempel und dann kann ich halt die Datenbank zu diesem Zeitpunkt anfragen. So, jetzt nehmen wir uns einmal diesen ganzen Code.
Cider Region. Da ist es doch. So, dann wollen wir vielleicht erstmal einen Add-Owner machen. Add-Pet-Owner heißt es. Genau, also Add-Pet-Owner und dann nehmen wir den Andreas. Und dann macht das Puff. Ich liebe es, wenn mein Plan funktioniert. Unable to resolve entity owner name. Habe ich vielleicht doch das Schema noch nicht transacted? So richtig dann. Niemand hat Install-Schema aufgerufen. Ja, das sollte mal jemand tun. Okay, dann bekommen wir diesen Klotz an Daten zurück. Dieser Klotz an Daten meint folgendes: DBBFOR ist der Zustand der Datenbank vor dieser Transaktion, DBAFTER ist der Zustand der Datenbank nach dieser Transaktion und TXDATA sind alle Datums, die jetzt geschrieben werden. Wir sehen hier, was hier geschrieben wird. Also es wird hier irgendwie so eine ID und dann wird da 50 und hier ist ein Timestamp drin und dann ist da noch eine ID und da steht da True. Was True meint, wissen wir, das ist füge hinzu. Hier haben wir zum Beispiel, hier wird dann tatsächlich irgendwie Owner Pets da reingeschrieben und dann gibt es weitere Eigenschaften davon. Und dann wurden hier jetzt noch irgendwelche Temp-IDs erzeugt. Der Wert nach oben, kann ich mir das ungefähr so vorstellen wie ein Git-Commit und ich committe quasi das Datenbankobjekt jedes Mal neu? Naja, Commit ist schon mal richtig. In Datenbank hast du Commits, das ist genau das, was das meint. Commit meint, du nimmst eine Menge an Transaktionen und applizierst sie auf deinen momentanen Zustand drauf. Okay, ja, ich das ist genau das, was wir hier tun. Alter Zustand, neuer Zustand und der Takes Data ist der Diff an der Stelle. Also. Der uns da entgegenfällt. Jetzt darf ich mich aber als Pet Owner hinzufügen, richtig? Add Pet Owner. Genau, und jetzt passiert der ganze Kram wieder. Ich habe die Datenbank vorher, ich habe die Datenbank nachher. Hier kommen Datums rein, eines davon ist 50. Unter diesem 50 bedienen versteckt sich dann irgendwie die Entity-ID von dem String, der dann, also von dem Keyword, was dann tatsächlich da dazu passt. Man sieht jetzt hier, irgendwas ist Andreas, was hier jetzt reingeschrieben wird. Und das ist 63. Ah ja, genau, hinter der 63 verbirgt sich jetzt, wo haben wir sie? Hier oben ist Entity 63 ist halt Owner Name, sieht man hier. Also erste ist immer die Entity ID, Entity 63 in diesem Fall Owner Name und in diesem Datum steht jetzt halt irgendwie hier die Entity ID, die 63, weil das ist der Owner Name und dann steht der Wert davon und dann steht da die Transaction ID. Okay, fügen wir noch einen zweiten hinzu, damit es Spaß macht, nehmen wir Jan. Jan finde ich immer gut. Dann können wir jetzt sagen, okay, find all owners, find all pet owners, dann finden wir, bekommen wir sowas zurück, wir bekommen einen Gartenzaun, geschweifte Klammer auf. Wer hat eine Idee, was das sein könnte für eine Datenstruktur? Set vermutlich. Ein Set, genau. Es ist ein Set und es ist ein Set aus Vektoren, wo die Werte drinstehen. Also eckige Klammer sind Vektor, runde Klammer sind Sequenzen oder Listen. Geschweifte Klammern sind Dictionaries oder Maps, je nachdem wie du sie nennen magst. Und Gartenzaun und geschweifte Klammer sind die Sets im Plural. Okay, jetzt müssen wir noch für irgendjemand ein Pet hinzufügen. Wie habe ich die Funktion genannt? Ich habe sie genannt AddPet, sinnigerweise. Also AddPet und jetzt brauchen wir einen Pet-Name und ich will, dass mein Hund Rambo heißt und das ist Andreas und dann machen wir einen AddPet und machen einen weiteren Wuschel, jetzt kriegt Wuschel, kriegt Jan. So, jetzt kann ich sagen, wo habe ich das definiert, genau, find Pets for Owner und jetzt kann ich sagen, gib mir mal bitte alle Pets vom Jan. Und dann kriege ich da die Wuschel raus und dann gibt mir alle vom Andreas das. Und jetzt möchte ich noch einen Hund haben und der soll Vernichter heißen. Bam. Genau. Okay, jetzt kann ich wieder fragen, gib mir doch mal bitte alle Hunde, die der Andreas hat. Dann sehe ich hier Rambo und Vernichter. Ich habe noch keine Fight-Funktion implementiert. Wir wissen ja, wer gewinnen will. Vor allem, was wir jetzt bemerken, ist folgendes. In dieser Transaktion hier, wo haben wir sie? Da ist Vernichter jetzt dazugekommen.
Was wir gerne machen möchten, ist jetzt vor diesem Zeitpunkt anfragen. Genau. Also in dieser Transaktion kam der hinzu. Soweit ich mich entsinne, ist das exclusive. Das war der Trick an dieser Funktion. Also ich kann sagen, find pets for owner as of. Und dann werf ich da dieses wunderbare Gartenzaun-Inst-Tier. Ist ein sogenanntes Reader-Makro oder ein Reader-Literal. Das gibt den Datentyp vor. Und der Datentyp ist instant. Und das, was hinten dran steht, muss in einem Java-Util-Date gepasst werden können. Und da das ein String ist und das so aussieht, funktioniert das. So, okay. Was heißt, wir müssen noch ein bisschen früher gehen. Also machen wir mal hier irgendwie so eine 29 draus. Geht das? Ja, genau, das geht. Ich kann jetzt halt tatsächlich nach dem Zeitpunkt anfragen, kann sagen, zu diesem Zeitpunkt, wie sieht da die Datenbank aus, da sind die beiden drin, da ist genau die Transaction-ID von hier ist. Wenn ich mir jetzt hier diesen Sekunden-Counter nehme und den einfach mal um 1 dekrementiere, hier, frage ich an, wie sieht die Datenbank eine Sekunde vorher aus, und dann sehe ich jetzt halt nur diesen hier. So. Jetzt können wir uns vielleicht noch einmal anschauen, was alles in dieser Datenbank drin ist, find all datums. Das wird jetzt ein bisschen größer und umfangreicher und man sieht jetzt hier tatsächlich auf Datum-Ebene, was steht da überall drin. Es gibt hier ein Datum, das definiert ein DB-Part-DB, das ist ein Teil in der Datenbank, wo die Schema-Informationen drin liegen. Dann sieht man hier so ein bisschen die Docstrings, System Attribute with Type DB, Type Ref. Also da stehen auch irgendwie so die Standardinformationen drin, die du brauchst, um so ein Schema zusammenzubauen und so weiter und so fort. Und irgendwo ganz am Ende finden sich dann auch unsere Daten. Hier finden sich so ein paar Transaktionen, wo sind unsere? Was jetzt gerade mal hier. Hier ist zum Beispiel was wir reingeschrieben haben. Also es ist die Entity-ID vom Andreas. Find Pet Owner ID, gibt mir die ID von dieser Entität zurück. Also wenn ich jetzt sage, gib mir den an Andreas, dann sehe ich, das ist diese wunderbare Nummer hier. Und ja, das hier ist dann eine Transaction ID, die mappt dann zu irgendeiner Transaction, die wir hier sehen und so weiter und so fort. Genau. Was ich noch zeigen sollte, ist ein kleines bisschen Data Log, die Anfragesprache, die da dahinter steckt. Also, das sieht erstmal nicht aus wie SQL. Nehmen wir mal ein bisschen eine komplexere Query, nehmen wir Find Pets for Owner. Also, da gibt es D/Q, das bedeutet Datomic Query. Weil kurze Dinge, die man häufig braucht, sollten kurz sein, deshalb hat Query genau einen Buchstaben. Und was dann hinten dran kommt, ist ein Vektor, ein gequoteter Vektor, damit wollen wir uns jetzt mal nicht aufhalten, wo verschiedene Dinge drinstehen. Es steht erstmal drin Find, das ist also die Art des Queries, die ich haben will. Dann gibt es hier Fragezeichen PetName, also hier auf dieser Zeile steht, was ich returnen will. Also ich möchte PetName return. Im Dollar, Dollar ist das Standardsymbol für die Datenbank. Die gibt da als Parameter rein. Und OwnerName geht auch als Parameter rein in diesem Query. Welcher Find Pets for Owner mache, was heißt, ich sollte den Owner nehmen. Dann kommt diese Where Clause hier. Und was man sich merken muss, ist bei Datomic, dass über gleiche Entity-IDs wird gejoint. Grundsätzlich. Was heißt, ich bekomme jetzt hier einen, ich frage, gib mir ein Datum, was dieses Kriterium erfüllt. Was heißt, es gibt diese Entity-ID, die ich jetzt in einer Variable einfange. Dann steht dann OwnerName und das ist dann OwnerName in dieser Variable. Die binde ich hier um und gebe mir dann Entity-ID Pets gib mir die Pets und davon dann das, was hier steht, also die Pet-ID im Endeffekt. Und das joinst du jetzt wieder zusammen mit dem Ding, wo hier vorne die Pet-ID steht und dem Pet-Name und dann der Pet-Name, der hinten rauskommt und der fließt dann wieder hin. Was heißt, im Endeffekt ist die Semantik dieser Anfrage sehr einfach. Gib mir alle Datums, die diese Bedingung erfüllen. Was heißt, es passiert tatsächlich nicht wie
Und das ist, na gut, die kann noch ein bisschen mehr, die Anfragesprache, aber das ist so mehr oder weniger das, die Grundfunktionalität von dem, was Datalog leistet. Du hast implizite Joins, du sagst einmal wirklich deklarativ, diese Datums will ich haben, und dann bekommst du die. Ja. Genau. Und dann gebe ich hier die Datenbank rein und ich gebe den Ownername rein. Und sobald ich dann sage, Find Pets for Owner, Andreas, läuft das los. Und ich bekomme Pet Names von allen Datums, die auf diese Query matchen. Ihr seht, dass ich Find Pets for Owner und Find Pets for Owner as of einfach nur dadurch unterscheidet, dass ich hier das hier mache, sage, gib Datomic as of, das erwartet der Datenbank, nehme ich jetzt die Datenbank der Connection, die ich da oben definiert habe, und ein Instant, ab wann ich gerne den Zustand dieser Datenbank hätte. Und ich kann dieselben Queries exakt, und das ist das Wichtige, exakt dieselben Queries verwenden, um historische Daten abzufragen, sowie auch die momentan existenten Daten abzufragen. Was heißt, ich muss mir nicht wie in einem Data Warehouse, wenn ich historische Daten haben will, überlegen, dass jetzt die Daten in einem komplett anderen Schema liegen, das ist ja ein Star- oder Snowflake-Schema an der Stelle, das query ich. Ich habe zehntausende Joins über ganz viele Tabellen. Nein, ich kann einfach exakt dieselbe Query nehmen. Genau. So. Ich glaube, Transition Pad ist nochmal interessant, damit man das sieht. Also, was tut Transition Pad? Es holt sich einen Pad-Namen, es holt sich hat einen alten Besitzer und einen neuen Besitzer und schiebt jetzt das Pad von dem alten zum neuen. Dafür brauche ich die Pad-ID, die Owner-ID, Old-Owner-ID und die New-Owner-ID, damit ich diese Datums an der Stelle finde. Für all das habe ich Funktionen, da werden also einmal ein Query ausgeführt, damit ich diese ID bekomme. Und was ich dann mache, ist, ich baue einfach ein neues Set an Transaktionen zusammen, wovon ein Datum ist db-retract, old-owner-id, owner-pets-pet-id. Und dann dadurch fliegt dieses Datum raus. Und ein db-add. Schmeiße ich das nochmal. Frage dazu. Ja. Das ist nicht, diese Funktion an sich ist nicht atomisch, oder? Das ist atomar. Das kriegt alles dieselbe Transaction-ID und damit ist es atomar. Ich meine, Moment, die Funktion, du musst ja erstmal Funktionen auf die selber Query machen. Die machen eine Query, aber die lesen alle nur. Ja, okay, es kann ja. Was passiert jetzt, wenn quasi wenn du noch eine Zeile runtergehst? Wenn jetzt, wenn du da fertig bist und jetzt quasi in der nächsten Zeile währenddessen, was passiert jetzt in der Datenbank? Was passiert jetzt in der Datenbank? Die Datenbank ist ein Wert. Was heißt, wenn ich... Also kann das in irgendeiner Form schiefgehen? Nein, das kann nicht schiefgehen. Wenn jemand in die Datenbank was geschrieben hat, während ich mir hier den Kram raushole, kriege ich immer noch die richtigen IDs, weil ich ja diesen Zustand der Datenbank habe. Den momentanen Zustand. Ich kann jetzt hier... Wenn der schon retracted ist, dann ist das egal. Dann ist das halt egal, dann ist der halt ein Double retracted. Natürlich kann es... könnte es dann an der Stelle, also wenn zwei gleichzeitig unterschiedliche Daten schreiben wollen, gewinnt, soweit ich das sehe, einfach der zuletzt schreibt. Der schreibt dann halt da seine Datums rein und dann war es das. Oder je nachdem, was seine Transaction-ID ist, er schickt ja diese Transaktion an den Transaktor, der das ja dann verarbeitet. Und was heißt, es könnte zu der Zeit natürlich was in meinen Cache gewandert sein, in meinen Live- Na, wie heißt das? Der Live-Index? Heißt das Live-Index? Das Ding, wo... Ach Mann, man merkt, dass ich nicht ganz wach bin. Es heißt Live-Index. Also. Das könnte da natürlich was reingewandert sein, aber ich habe ja immer noch den alten Zustand. Ja, bitte. Ja. Wobei man eben noch den alten Zustand hat und dann sich zu späteren Zeitpunkt noch entscheiden kann, ey, da ist Mist gelaufen, genau. Aber welchen nehme ich dann von den beiden? Genau. Vorher oder den Nachher. Allerdings, du hast vorhin gesagt, dass die Transaktions-IDs immer steigen müssen. Was passiert, wenn jetzt in diesem Fall dann quasi zwei verschiedene Leute eine Transaktion machen, halt auch einfach nur über die Transaktions-ID um 1 erhöhen? Dann hast du ja plötzlich das Problem, du versuchst da reinzuschreiben, merkst dann, oh, die Transaktions-ID gibt es ja schon.
dann gibt es diese Transaktions-ID schon und dann wird es, also nein, es gibt es nicht, weil es halt diesen einen zentralen Transaktor gibt, durch den alle durch müssen. Und ja, der verteilt. Moment, klar, aber dieses, diese Transaktion würde doch dann schief gehen, weil der Transaktor dann sagt so, das geht nicht. Die gibt es schon. Ich tippe darauf, dass der wahrscheinlich diese Transaktion hasht, erstmal die dann nacheinander ausführt. Und da insofern. Ja, aber du gibst doch die. Geht, oder bitte? Er sagt dir gar nicht instantan, ob das fehlgeschlagen ist oder ging. Ich tippe darauf, dass wahrscheinlich einfach alle gehen. Weil die kannst ja alle Transaktionen nicht. Das kann der Transaktor instantan feststellen. Das kann auch der Transaktor instantan feststellen, ob es einen Konflikt gibt. Ob es einen Konflikt bei den Transaktions-IDs gibt. Angenommen. Ja, den gibt's ja, den kann es ja aber nicht geben. Du hast ja einen zentralen Transaktor, der die Transaktions-ID einfach selber wählen. Die können ja, wenn sie die Transaktions-IDs selbst wählen, können die ja kopieren. Ja, natürlich, wenn ich die Transaktions-ID selbst wähle, aber das ist ein, glaube ich, eher relativ esoterisches Szenario, dass du das tust. Im Normalfall schickst du dieses Package, was du hier siehst. Ja klar, aber wenn das passiert, klar, dann kriegst du einen Fehler und kriegst gesagt, nein, dieser Transaction-ID darfst du nicht. Ist das nicht ein Problem? Das heißt quasi, ich krieg quasi einen Snapshot der Datenbank, hol mir alle Daten raus, die ich für meine neue Transaktion brauche, mache meine neue Transaktion fertig und schicke die zum Transactor. Ja. Wenn zwischen, ich habe meinen Snapshot bekommen und ich schicke meine Transaktion raus, jemand anderes die für mich relevanten Daten geändert hat, ja, und ich dann meine Transaktion rausschicke und der Transaktor sagt, ja, kann ich machen, ist das dann, birgt das nicht die Gefahr eines Silent Fail? Dass ich quasi dann... Ja gut, du musst dich an der Stelle, musst du dir halt klar sein, was ist die Wahrheit. Und wenn du wirklich Dinge verteilst, und du hast, dann hast du halt tatsächlich konkurrierende Wahrheiten. Die Wahrheit, zu der halt diese Transaktion halt gemacht wird, oder diese Funktion aufgerufen wird. Also technisch überhaupt kein Problem, aber so mit der, ich denke mal, dass das eventuell mit der Realität halt kollidieren könnte. Deswegen wäre meine Frage, weißt du, ob man dem Transaktor irgendwie sagen kann, mach hier, sei jetzt extra streng und... Was du sehr wahrscheinlich machen kannst, ist natürlich an der Stelle gucken, ob sich seit dem ID-Abholen jetzt was geändert hat. Nee, das kannst du bedingte Schreiboperationen? Ja, was heißt, gibt es bedingte Schreiboperationen? Du schreibst hier rein, wenn sich was geändert hat, dann führe halt das nächste Transakt nicht aus. So, dann startet es halt noch. Ja, aber ich meine, kannst du sagen, schreibe diese Transaktion, falls die letzte Schreiboperation auf diesem Datum die Transaktions-ID so und so hatte? Ja, natürlich kannst du das machen. Du schreibst es dann hier so in deinen Code rein. Das kann, okay. Du musst es dann programmieren. Also es ist geil. Ja, aber ich meine, der Transaktor kann diese bedingte, unterstützt solche bedingten Operationen. Nein, also dein Closure-Code unterstützt das. Ja, du machst es tatsächlich in Code. Nee, das ist ja nicht... Nee, das ist nicht mehr eine automatische Operation mit dem Transaktor. Ja, das ist schon okay. Ausführen. Also ich meine, ein anderes Problem, was ich dir nicht umgeben würde, wäre ja ein Bankkonto. Ja, klar. Ich prüfe zweimal, oder mit zwei Closure-Codes, ist da genug Geld drauf, also zum jetzigen Zeitpunkt ja, schicken die Dinger in den Transaktor, ja, aber gemeinsam ist es halt... Ja, für sowas hast du dann im Normalfall ja Integrity Constraints auf deinen Daten, was heißt, du sagst, diese Transaktion geht nicht durch, wenn folgende Bedingungen nicht erfüllt sind. Das kannst du, ganz ehrlich, soweit bin ich noch nicht, ich habe davon gelesen. Du kannst Constraints machen, du kannst, glaube ich, Transaktor sein, oder? Trans, ja, und das ist auch genau das, was passiert, Transaction Constraints, Datomic. Das gibt es, nennt sich das Database Functions an der Stelle. So tief bin ich leider noch nicht da rein. Creating and installing a Transaction Functions. Transaction Function must be pure. Das ist der nächste Trick, den ich mich noch gar nicht gezeigt habe, den ich mir auch gerne für den nächsten Talk aufheben möchte, wenn ich da wirklich tiefer reingestiegen bin. Du kannst mit Datomic Code in der Datenbank ausführen. Du kannst tatsächlich den Ding, du kannst sagen, gib mir doch mal bitte jetzt für alle Java Util Dates, die ich da reinschreibe, gib mir da bitte mal das Compare-To von Java. Und dann hast du das in deiner Datenbank. Und dann wird es auch tatsächlich, also wie ihr seht, es gibt Transaction Functions, ich kann tatsächlich Closure Code nehmen, kann dem meinem Transactor entgegenwerfen, dass er im Rahmen einer Transaktion auch noch diesen Code ausführt.
Ich kann zum Beispiel diese ganzen Funktionen, die ihr jetzt hier seht, die kann ich problemlos in meine Datenbank verlagern. Was heißt, ich kann dann in den Datum zum Beispiel schreiben, find pets for owner, und dann gebe ich das direkt in der Query kann ich das dann schreiben. Anstatt zum Beispiel diesem find hier. Also ich kann Custom-Funktionen in der Datenbank ausführen. Aber da weiß ich gerade nicht, wie es geht. Ganz einfach. Also wofür ich dieses System ganz großartig fand, ist, ich habe so ein kleines Event-Handling-System gebaut. Was heißt, man hat eben diese Komponenten, die laufen asynchron, die hängt man an einen zentralen Eventbus ran, dann schickt man an diesen Eventbus ein Event, das ist dann passend in so eine Workflow-artige Struktur verteilt. Und ich verwalte alle Events, die durch dieses System gehen, in Datomic und schicke jeder verteilten Komponente ein Event, tu jetzt was, und dann schickt die so einen Akt zurück. Und wenn das Akt kommt, dann retracte ich halt das Event aus dem Datomic raus. Und es hat einen riesen Vorteil, dass wenn dieses komplette System stateless ist, kann ich halt einfach durch die initiale Config und den momentanen Zustand vom Datomic alles weiterlaufen. Laufen lassen. Und indem ich halt alle noch nicht retracteten Events dann neu reinschieße. Aber das ist ein Vortrag, der dann Mitte nächsten Jahres kommt, wenn das Produkt ein bisschen weiter ist. Noch weitere Fragen, die ich hoffentlich beantworten kann. Dann freut es mich, eure Aufmerksamkeit gehabt zu haben.